Hallöchen, ich mache jetzt hier mal kurz ein Update. Denn das hier funktioniert doch. Es ist ein winzig kleiner Fehler. Wie ich da drauf gekommen bin, sage ich euch nachher gleich, was der Fehler war. Ich will jetzt nochmal anschalten. Ich habe es schon angeschlossen, habe es ausprobiert. Es funktioniert. Jetzt startet er hier die SD-Karte, lädt die Firmware wieder rein. Ich muss die Files nochmal runterschmeißen. Aber wenn ich jetzt Tast wollen auch nicht immer, wenn ich jetzt hier das mal mache, macht er das so. Und wenn ich jetzt auf List gehe, ja, die Tasten wollen manchmal nicht, zeigt er mir ein ganzes Ende an. Ich zoome mal ein bisschen drauf. Ich mache mal ein bisschen schief, also wegen der Kamera ist das jetzt so. SD2IC, das steht ja, seht ihr, BIN und so weiter. Das sind die ganzen Dings hier. Das ist eine Firmware. Und da ist ein Programm. Das heißt Terra schieß mich tot. Und das werde ich jetzt mal laden. Gehen wir hier hinten hin. Komma 8. Nochmal Komma 1. Load. Und er lädt. Und da leuchtet die grüne LED. Das funktioniert. Ich lasse das mal so ein bisschen schief. Es ist ja nicht so schlimm. Es ist ja nur ein Update. Die grüne LED leuchtet immer noch. Jetzt ist sie aus, jetzt steht da Ready darunter. Jetzt gehe ich aber in den freien Bereich und gib ran ein. Und er hat das Spiel, wie hieß das hier, Terra Cognita oder wie das heißt. Ich habe jetzt hier keinen Joystick dran. Ja, ich weiß, das ist jetzt nee, jetzt hat er es gestartet. Aber ich könnte spielen. Mit Space und naja, ich könnte es jetzt spielen hier drauf. Ich kenne das Spiel nicht. Naja, gut. Aber mal als Update. Das Ding funktioniert. Was war jetzt der Fehler? Es war ein simpler kleiner Fehler. Ich bin da drauf gekommen, weil ich einmal kurz bei YouTube was gesehen habe. Ich habe nochmal das Layout angeguckt auf der Seite, die ich schon verlinkt habe. Ich verlinke sie nochmal hier unten im Video. Das ist ein ganz kleiner Layout-Fehler. PIN 20 und PIN 16. Es ist einmal Write Protect und einmal Card Select oder Card Present oder sowas. Die müssen auf Masse. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich in dem Layout nicht drin. Ich habe jetzt einfach mal zwei Lötpunkte drüber gemacht und es funktioniert. Der Fehler kann so einfach sein. Ich habe das auf der Seite, wo ich das habe ich diese zwei Dinge, diese zwei Masseteile einfach übersehen. Das war mit Fritzing erstellt worden und ich habe die beiden Dinge einfach über. Ja, das funktioniert. Aber ist egal, ich mache mir ja noch an dem anderen Video fest. Bin ich ja schon bei. Gut, nur so viel zu diesem Update. Also, das funktioniert. Ich kann Spiele, Disketten, Images oder Disketten, Images direkt von der SD-Karte laden. Ein Nachteil hat das Teil. Mit Fast Loadern oder sowas haut das wohl nicht ganz hin, weil das nur das Diskettenlaufwerk simuliert. Das andere, was ich jetzt in Vorbereitung bin, das emuliert das Diskettenlaufwerk. Das funktioniert sogar besser.
Ich glaube, einige Fastloader gehen, einige nicht, aber einige Disketten-Images gehen hiermit auch nicht, weil das halt nur simuliert. Das funktioniert nicht so hundertprozentig, aber es funktioniert schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Na gut, ich mache mir jetzt noch an dem anderen Ding ran. Habe ich gerade die Platine hier. Hier ist die Platine dazu. Die habe ich ja schon soweit gemacht. Muss ich noch fertig machen. Und damit geht das hier auch. Aber wie genau das dann auch funktioniert mit SD-Karte über das andere Ding, zeige ich dann im anderen Video. Okay. Nur so viel dazu, es funktioniert. Okay, bis dann. Tschüssi.